Okay. Good evening, gentlemen. 12 rounds for the IBF Cruiserweight World Championship. You both know the rules. Protect yourself and obey my commands at all times. Touch goes now. Come out fighting at the bell. Alle Experten waren sich vor dem Kampf einig. Enad Litschina ist der Außenseiter, aber er ist nicht chancenlos. Gegen den IBF-Weltmeister, gegen Steve USS Cunningham. Dieser Titelkampf um die WM-Krone im Cruisergewicht auf 12 Runden angesetzt. Und die Vorzeichen sind schon hier klar erkennbar. Cunningham, der deutlich größere Mann. Mit 1,91 Meter austrainiert, mit einer schönen linken Führhand, beide Boxer in Normalauslage. Litschina nur 1,83 Meter groß. Er muss an diesen langen Händen vorbeikommen, muss beweglich sein und versuchen, mit der schnellen Rechten zum Erfolg zu kommen. Cunningham ist nicht nur Weltmeister nach ABF-Version, er ist auch bei den unabhängigen Ranglisten ganz klar die Nummer 1 in diesem Limit. Er hat die anderen Titelträger geschlagen, Hook Vlodarczyk und auch Guillermo Jones. Ja, gute linke Führhand von Cunningham, der seinen Gegner genau studiert. Aber auch Litschina hat eine gute linke Führhand. Der Mann, der jetzt in Berlin lebt und bei Carsten Röver trainiert. Er muss versuchen, möglichst schnell die Nervosität abzulegen. Und muss versuchen, die Distanz zu verkürzen, sich ein bisschen mehr an seinen Kontrahenten heranzupirschen. Ja, taucht bislang gut unter der Führhand durch oder lässt sie links, rechts passieren. Sehr schön. Ja, gute Führhand. Im Hintergrund sehen Sie Marco Huck, den WBO-Champion. Der hatte ja im Dezember 2007 gegen Cunningham verloren. Durch TKO in Runde 12, als Trainer Uli Wigner das Handtuch geworfen hatte. Ja, gute Aktion von Litschina. Die Zuschauer in Mülheim an der Ruhr stärken ihm den Rücken. Kann er noch mal eine Aktion starten? Ja, versucht es da mit dem linken Kopfhaken. Muss auch ein bisschen was riskieren dann. Ja, ein bisschen übermotiviert nachgeschlagen. Kam sofort der Hinweis vom Ringrichter Charles Fitch. Gute erste Runde. Vielleicht kam die Schlussattacke von Litschina ein bisschen zu spät. So wie du bewegst, hinten raus, klar am Akzente setzen, wie du es eben gemacht hast. Hast du sehr gut gemacht. Immer wieder dein Jab, Außenbewegung, links lässt er gut. Von unten kommt, immer wieder rein. Und zum Schluss versuchst du mit der rechten oben rüber zu kommen. Ja? Die war eine sehr gute Runde hinten raus. Ja, aber nicht kramen wollen, nicht mit der Brechstange. Und hören, wenn der Ringrichter was sagt. Haben wir uns verstanden? Ja? Und nach vorne die Maltbewegung. Nicht zur zweiten Runde. Ja, sieht gar nicht schlecht aus, was Enad Litschina da macht. Aber muss auch immer wieder versuchen, der Trainer hat es gerade gesagt, vorn zu bleiben, um ein Stück an den Mann heranzukommen. Ansonsten fehlt die richtige Distanz. Guter Jab von Cunningham. Ja,
Der hat sich sehr genau den letzten Kampf von Lichina angeschaut, den WM Eliminator in Manchester, Lichina gegen Felix Cora Jr. Da gewann Lichina nach Punkten. Und Cunningham meinte, das ist ein ernstzunehmender Gegner. Ja, Lichina versucht hier, den Gegner unter Druck zu setzen. Für Cunningham gar nicht so leicht, diesen beweglichen Gegner zu treffen. Ja, sehr schöne Aktion. Links, rechts von Lichina. Muss dann nach der Aktion geschlossen bleiben. Cunningham ist nicht unverwundbar in seinem letzten Kampf, als er sich den Titel eroberte, da musste er in Runde 4 gegen Troy Ross kurz zu Boden. Mit der rechten über die Führhand. Wie hier, blitzsauber von Lichina. Ganz schnell, kurz und trocken. Schützling von Carsten Röber gewinnt an Sicherheit. Ja, und muss immer wieder aufpassen. Denn Cunningham kann antworten, beschwert sich hier ein bisschen beim Ringrichter. Ja, muss jetzt nochmal aktiv sein. Dann hat er auch eine gute Chance, sich diese Runde zu sichern. Sehr schön beweglich. Ja, versucht nochmal abzuschließen. Und bislang auch sehr gut im Defensivverhalten. Diese zweite Runde würde ich Lichina geben. Auf jeden Fall hat er den Applaus der Zuschauer hier sicher, die sehr angetan sind von der Vorstellung. Und hier blitzsauber Maid-Bewegung und Rechte drüber. Das haben sie einstudiert und das passt hier perfekt. Und die Linke oben ist dabei. Nach dem Schlagen immer wieder ein bisschen einknicken. Und, ne? Hast du gemerkt? Schlagen und einfach ein bisschen reingehen auf dem Bein. Ja? Und immer wieder mit dem Jab arbeiten. Arbeite mit deinen Füßen. Lass den Druck leicht drauf. Nicht überdrehen dabei und ab und zu den Körper, aber du hast gemerkt, wenn du links schlagen willst, versuch da oben die rechte wieder zu kontern. Ja? Weiter konzentrieren, nicht reinziehen, seit 2010 arbeiten die beiden zusammen. Lichina in der Trainingsgruppe von Mittelgewichtsweltmeister Sebastian Silvester, ein sehr gutes Team. Das Training ist hart, aber sie haben auch Spaß dabei. Der Kampf sollte ja schon am 22. Januar stattfinden, aber musste dann abgesagt werden, weil Sebastian Silvester kurzfristig erkrankt war. Oh ja, Druckphase jetzt von Cunningham. Muss Lichina klar sein, dieses Tempo kann der Weltmeister, kann der Champion über 12 Runden gehen. Hat jetzt mal kurz die Auslage gewechselt. Cunningham stand mit der rechten vorn. Sehr druckvoll jetzt die Schläge von Cunningham. Geht als größerer Mann auch in die Halbdistanz, in die Nahdistanz. Wäre eigentlich eine gute Möglichkeit für Lichina.
aber muss natürlich auch aufpassen. Ben Cunningham haut natürlich ein gutes Fund. Da erstmal weg vom Seil. Ja, jetzt muss er antworten. Jetzt muss er sich zeigen. Sonst schenkt er die Runde weg. Oh ja. Sehr druckvoll. Jetzt die Hände von Steve Cunningham. Wahrscheinlich war auch überrascht, wie selbstbewusst da die China in Runde 2 aufgetreten war. Hat Cunningham erstmal gezeigt, wer der Champion ist. Das sieht auch Marco Huck, der den WBO-Gürtel hat. Er kann sich bestimmt noch sehr gut an seinen Kampf gegen Cunningham erinnern. Und wir schauen in die Ecke zum Titelverteidiger. Du bist ganz entspannt, ganz locker, das sieht doch wunderbar. Du musst aufpassen, dass er ein bisschen mehr nachsetzt manchmal. Sobald er etwas nachlässt, setzt du nach. Die Reichweite, die musst du ausnutzen, die musst du ausspielen, die du hast. Treib ihn vor dir her. Die kurzen und knappen Anweisungen von Nazim Richardson, dem Trainer von Steve Cunningham. Er ist zwar der größere Mann, aber auch er soll Druck ausüben, den Kampf bestimmen. So wie er es auch einst im Kampf gegen Marco Huck getan hatte. Sehr gut. Der linke Jab. Vom US-Amerikaner, der das Boxen bei der Navy gelernt hat. Nach der High School ging er auf einen Flugzeugträger, hat dort Flugzeuge und Helikopter betankt und nebenbei das Boxen gelernt. Und dann schon sehr schnell große Erfolge eingefahren. Kam in die US-Nationalmannschaft. Und wurde dann Berufsboxer. Ja, gut mit der Führhand gearbeitet von Lichina. Muss an seine Chance glauben. Er braucht diesen Willen, diese Entschlossenheit, um diesen Gegner zu bezwingen, der ihm körperlich überlegen ist, der auch ein sehr guter Techniker ist. Aber er hat diese Chance. Komm, 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 komm
Litschina versucht wieder Druck zu machen. Aber muss ein bisschen aktiver sein. Er ist der Herausforderer. Ja, und auch nach den Weitbewegungen mal ein, zwei Hände bringen. Ansonsten sind diese Runden beim Champion, beim Titelverteidiger. Und die Frage an Henry Maske, unseren Experten, was kann Litschina tun, um an diesen langen Händen vorbeizukommen? Genau das, was er in den ersten beiden Runden, vor allen Dingen in der zweiten Runde, gezeigt hat. Ich habe da mal eine Szene, wie er selber ziemlich knapp vor dem Gegner steht und ihn verunsichert, indem er selber verteidigt, immer wieder meidet und die Treffer sich gar nicht kommen lässt. Und dann selber mit einer einzelnen Hand den Gegner erschrickt, klar getroffen und dann zusätzlich den Gegner noch verunsichert. Das hat natürlich viele Körner gekostet und man sieht es in der dritten und auch jetzt in der vierten, hat er stark nachgelassen. Aber genau dieser Druck, den er anfänglich gemacht hat, das ist eigentlich die eigentliche Möglichkeit, um diesen Cunningham zu schlagen, der erfahren ist, der durchhalten kann, der diese Erfahrung über 12 Runden schon lange kennt. Und da muss Litschina anknüpfen. Er muss hier seinen Willen durchsetzen, trotzdem kontrolliert bleiben. Dieses ständige Bewegen, man hat es ja gesehen, macht den Cunningham auch nervös. Und dann mit einzelnen klaren Händen treffen. Das ist eigentlich der einzige Weg. Tja, aber mal schauen, ob das Enad Litschina umsetzen kann. Henry Maske kennt ihn sehr gut aus dem Ring, denn Litschina war mal Sparringspartner von Maske. Damals in der Vorbereitung auf den Kampf gegen Virgil Hill. Den zweiten Kampf. Und danach bekam Litschina auch einen Profivertrag bei Sauerland, trainierte zuerst bei Manfred Wolke 2 Jahre. Die beiden trennten sich dann. Und dann bekam er eine neue Chance bei Carsten Röber. Und er hat es geschafft. Bis zu diesem Titelkampf. Sehr schöne Rechte von Litschina. Wichtig, dass er mal gegenhält, auch wenn da mal ein, zwei Hände auf die Deckung gehen, aber er muss auch aktiv sein. Cunningham hat eine enorm hohe Schlagfrequenz und das beeindruckt natürlich die Punktrichter. Was riskieren. Ansonsten wird er hier überrollt. Knapp 30 Sekunden in dieser intensiven fünften Runde. Hat er noch was drin? Ah, sehr guter Körperhaken von Cunningham. Da sieht man auch, wie variabel, wie vielseitig er schlagen kann. Ein paar gute Treffer von Litschina in der Runde, aber Cunningham ist der aktivere Mann, schlägt deutlich mehr. Schauen wir noch mal rein. Rechte von Litschina. Und hier ein Uppercut von Cunningham. Du siehst doch, dass du mit rechts willst. Schaffst du, komm.
Paket auch überdreht. Der nimmt auch alles an und versucht mitzufeiten. Haben wir es verstanden? Ein bisschen kontrolliert er mitfeiten. Zieh das Ding innen rein und danach unten zu den Aufwärtshaken zum Kopf. Ja, a little bit. Okay, atmen tief, ruhig. Haben wir es verstanden? Ein bisschen variieren dabei, ein bisschen kontrollierter die Schläge. Nicht alles auf der Außenbahn. Wenn du oben getroffen hast, dann ziehst du ihn hinterher auf, zum Kopf von unten. Haben wir es verstanden? Ja, sehr emotionale Ansprache von Carsten Röber, der sonst eher auch ein ruhiger, besonnener Trainer ist. Aber er spürt natürlich, dass sich das Kampfgeschehen jetzt hier zuspitzt. Und Litschina neigt zum Leichtsinn im Schlagabtausch. Drängt nach vorn. Ja, gönnt sich jetzt mal eine kleine Verschnaufpause. Ja, sehr schön. Sehr schön von Litschina, erst die Maibewegung, dann die rechte. Ja, der Wille ist zu spüren. Litschina muss den Druck hochhalten, muss seinen Gegner beschäftigen mit der Führhand. Cunningham ist in der ersten Runde ein enorm hohes Tempo gegangen. Ja, auf die Deckung nicht mehr so konsequent. Versucht sich jetzt zu entziehen, geht den langen Weg auf der Außenbahn. Aber da müsste Litschina auch entschlossen zum Mann gehen. Ja, wenn er jetzt noch ein, zwei Aktionen bringt, dann könnte er diese Runde vielleicht gewinnen. Litschina zögert. Nochmal eine rechte. Ja, könnte knapp bei Litschina sein, diese sechste Runde, aber er liegt nach Punkten noch zurück. Ja, sehr schön der rechte Kopfhaken. Der Bruder von Enad Litschina natürlich hier ganz nah dabei am Geschehen. Hey, was ist los? Komm, du triffst doch mit rechts. Ja? Und immer wieder variieren, so wie ich gesagt habe. Außen der Cross kommt gut und dann ziehst du auf und sagen von unten hoch. Rechts. Hey, dein Arm. Was ist los? Ja. Bist du dabei? Bist du dabei? Ja. Kämpfe um dein Leben, haben wir es verstanden? Kämpfe. Ja? Wo ist die Kämpfe? Hier, komm, denk daran. Komm mal, Kämpfe. Los, komm. Siehst du. Tja, nach unserer Rechnung liegt Litschina mit 2 Punkten zurück zur Halbzeit des Kampfes. Aber da ist noch alles drin. Wir haben noch 6 Runden vor uns. Und auch sein Trainer Carsten Röber macht ihm Mut.
wissen natürlich nicht, wie die drei Punktrichter diesen Kampf gesehen haben, aber so deutlich ist die Überlegenheit von Steve Cunningham nicht. Kurze Unterbrechung, hat sich, glaube ich, ein Tape gelöst am Handschuh. Ja, wird ganz schnell gelöst, das Problem. Und wenn alles wieder fest ist, dann kann es weitergehen. In den letzten Kämpfen hatte Lichina oft Konditionsprobleme im zweiten Teil des Kampfes. Das war im Duell mit Juan Pablo Hernández so. Das war auch im letzten Kampf so gegen Felix Cora Jr. Ist die Frage, wie das hier heute in diesem Kampf aussieht. Er braucht natürlich das Stehvermögen. Gerade in den Schlussrunden. Ja, Cunningham jetzt sehr beweglich. Lässt Lichina kommen. Versucht jetzt mit dem Jab, mit der linken zu punkten. Lichina muss versuchen jetzt Aktionsradius von Cunningham ein bisschen einzuengen. Ja, das reicht noch nicht, was er bislang in Runde 7 gezeigt hat. Ist auch für ihn eine ganz schwierige Konstellation. Guter Uppercut von Cunningham. Lichina muss sich die Kräfte gut einteilen. Muss aber auch versuchen, hier aktiv zu sein. Gerade in den Schlusssekunden einer Runde. Ja, ist er in den Schlag reingesprungen. Ja, Cunningham boxt das sehr routiniert. Nutzt seine Vorteile in der Reichweite. Mal hören, was sein Trainer zu sagen hat. Du musst in der Mitte bleiben. Das ist perfekt. Lass dich nicht locken. Lass dich in die Falle locken. Lass ihn laufen. Bleib in der Mitte des Ringes. Alles andere wäre blöde. Du musst ein bisschen aufpassen, sonst läufst du nur rum. Bleib in der Mitte. Lass dich nicht locken. Bleib an deiner Stelle. Ganz locker. Du verstehst mich, ja? Du bist da. Alles klar? Lass ihn nicht zu dicht herankommen, vor allen Dingen. Ne? Und mach dann Kombinationen und nutz dabei deine Reichweite. Tja, einfach klasse, wie da Cunningham den Kopf rechtzeitig zur Seite nimmt. Runde 8, es geht um die Weltmeisterschaft im Cruisergewicht nach Version der IBF. In Lichina hat es noch in den Fäusten, diesen Kampf für sich zu entscheiden, aber er muss jetzt auch die nächsten Runden gewinnen. Oh ja, gute Rechte von Cunningham, ansatzlos, klarer Treffer. War eigentlich das erste Mal in diesem Kampf, dass Lichina nicht aufmerksam war, dass er überrascht war von einem Schlag Cunninghams.
strahlt Sicherheit aus, Selbstbewusstsein. Steve USS Cunningham, der sich in seinem eigenen Gym in Philadelphia vorbereitet hat. Ja, gute Aktion von Lichina. Aber er macht zu wenig. Muss ganz einfach häufiger schlagen. Publikum versucht ihn nach vorn zu treiben. Ja, trickst immer ein bisschen. Steve Cunningham wechselt dann mal die Auslage, um seinen Gegner ein bisschen zu irritieren. Rechte kommt gut bei Lichina, aber ein bisschen zu selten. Oh ja, wieder gute Rechte. Hat er noch was drin? Hat er noch Reserven, um den Champion vielleicht doch noch in Gefahr zu bringen? Das sieht ein bisschen aus jetzt wie eine Willensfrage, Henry Maske. Was glauben Sie? Auf jeden Fall. Ich habe eine Szene aus der 8. Runde rausgenommen, wie Cunningham selber trifft. Da steckt seine Gefahr, schnell, agil. Und da hat der Ener das erste Mal wirklich sehr unaufmerksam dagestanden und lässt sich auch so klar treffen. Und dann gibt es selber eine Szene von Enert, wie er agieren muss. Er bringt eine Aktion, danach lässt er sich wieder so ein bisschen schleifen. Natürlich hat es alles Energie gekostet, aber hier muss er sich zusammenreißen. Hier geht es um einen WM-Titel, der hat nur noch 4 Runden und die muss er packen. Da muss er durchziehen, da muss er vom Trainer motiviert werden, klar zu bleiben, zielsicher zu bleiben und trotzdem zu kämpfen. Denn relativ schnell sind 12 Minuten Kampf rum, auch wenn sie im Kampf, das weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung, sehr, sehr wehtun, muss er sich hier zusammenreißen, damit er sich hinterher keine Vorwürfe machen muss. Ja, es ist die Chance seines Lebens. Und er hat nur noch 4 Runden. Und wahrscheinlich muss er die auch gewinnen, wenn er hier noch einen Punktsieg erreichen will. Die Zeit läuft ihm davon. An die Chance eines Knockouts denke ich im Moment nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn Cunningham natürlich in seiner Karriere einige Male schon am Boden war, gegen Adamek zum Beispiel und auch im letzten Kampf. Aber er ist auch ein Mann, der sich dann schnell wiederholen kann und den Kampf stellt. Und Lichina ist halt eher der Arbeiter. Oh ja, schöne Rechte. Schöne Rechte von Lichina. Die Führhand. Aber auch Cunningham ist anzusehen, dass er hier schon ein bisschen Kraft gelassen hat in diesem Kampf. Er soll die linke Hand nicht draußen lassen, das ist verboten. Einer der ganz seltenen Hinweise vom Ringrichter Charles Fitch. Er muss vorn bleiben. Die nächsten 60 Sekunden werden entscheiden, wer diese Runde gewinnt. Noch ist alles drin, noch ist alles offen.
Aber Lichina braucht diese Runde. Immer wieder die Anweisung von Carsten Röver, der seinen Boxer nach vorn treibt. Sehr schöne Rechte, jetzt muss er mal nachsetzen. Ja, sehr guter Versuch mit dem linken Kopfhaken, Cunningham zu kontern. Ja, enge Runde, hat das gereicht. Sehr schön die Rechte in die Aktion von Cunningham hinein. Und auch hier zwischen den Deckungshänden hindurch. Also er hatte schon ein paar gute Aktion in dieser 9. Runde. Hau die Dinge mit mehreren Händen, das ist doch deine Stärke. Ja? Und dann suchst du dir eine harte Hand aus. Und wenn er fertig ist, selber mal arbeitet auf deine Doppeldeckung. In den Schlagtausch hinein, dann muss die Rechte mal oben rüberkommen. Dann ist er doch dicht genug dran, haben wir uns verstanden? Innert, ist das so? Komm, los, im Schlagtausch mit rein, raus, rein da. Ja, er soll sie reinhauen in der Phase des Kampfes. Da hilft nur eine ganz klare Ansprache. Aber hat es Lichina auch noch drin, in den Fäusten das umzusetzen? Noch 3 Runden. Ja, das sind jetzt mehrere Hände von Cunningham. Nicht mehr ganz so hart geschlagen. Eher ökonomisch, ein bisschen sparsam in der Härte. Aber zeigt erstmal Aktivität. Pausenlos die Zwischenrufe von Carsten Röver. Weiter, weiter. Er spürt natürlich, es ist zu wenig. Muss jetzt auch mal eine Schlagserie bringen. Nur Einzelschläge, das ist zu wenig. Damit kann er die Punktrichter nicht überzeugen. Aber auch Cunningham atmet tief. Der hat auch die Frische und Spritzigkeit verloren. Gute Rechte, Lichina. Zuschauer spüren, dass er jetzt diese Unterstützung braucht. Es ist ein respektabler Auftritt von Inna Lichina. Aber schafft er es auch, den Champion wirklich zu gefährden? Er müsste jetzt den Turbo einschalten. Und er muss jetzt auch Risiko gehen, volles Risiko gehen. Gute Linke. Hat eine ganz gute Trefferquote, wird auch sein Bruder sehen, aber schlägt zu wenig.
Lennart, alles gut? Denk an den großen Traum. Denke daran. Und dafür muss, lohnt es sich zu kämpfen, oder? Komm. Immer wieder, wenn er aufhört und dann blockst du um, dann bist du da. Hau dazwischen. Ja? Und dann mal mit mehreren Händen hinterhergehen. Aber die Beine stabil und vernachlässige nicht deine Deckung dabei. Ja? Na los, komm. Kämpfe. Kämpfe hier. Tiefe. Alles gut? Alles gut? Los. Ja, guck mir in die Augen. Im Oktober 2009 stand seine Karriere schon vor dem Aus, als er gegen Joan Pablo Hernández verloren hatte. Da hatten ihn schon viele aufgegeben. Kaum jemand hat ihm zugetraut, dass er überhaupt noch mal den Sprung schafft in einen WM, in einem großen Titelkampf. Und jetzt ist er drin und er hat noch zwei Runden. Und es ist die Chance seines Lebens. Und noch ist sie zum Greifen nahe. Carsten Röver hat ihm das noch mal deutlich gemacht. Wenn Lichina etwas stärker wird, erhöht auch Cunningham sofort den Druck. Der spürt das genau. Ja, gut erreichte Lichina. Und beide fighten jetzt Mann am Mann gegen Mann in der Halbdistanz. Ja, Ellbogen ein bisschen vorn von Cunningham. Ein bisschen festgehalten auch, macht es ganz geschickt. Erkennbar bei Lichina, aber er ist natürlich auch schon fertig. Jetzt zum Ende der vorderen Runde 11. Cunningham lässt sich nicht überraschen. Er hat den Kampf unter Kontrolle. Das ist eben der kleine, aber entscheidende Unterschied zwischen Lichina und Cunningham. Bist du okay? Schöne Runde. Das war okay. So musst du es machen. Ganz genau so. Das war eine schöne Runde. Ganz ruhig. Wenn du deine Chance bekommst, dann nutze sie. Und sonst bock so weiter. Kämpfe nochmal. Noch drei Minuten für Enad Lichina im Kampf um die IBF-Weltmeisterschaft. Nach Punkten kann er diesen Kampf nicht mehr gewinnen, aber er hat noch drei Minuten
und er hat die Siegchance bis zur letzten Sekunde, gerade in diesem Limit, wo die Boxer um die 90 Kilo wiegen, kann es auch in der Schlussrunde noch einen Knockout geben. Aber ich glaube nicht, dass sich Cunningham hier nochmal in Schwierigkeiten bringen lässt. Warten wir es ab. Carsten Röber hat auch seinen Schützling nochmal eingeschworen und ihm gesagt, er muss es riskieren, ihn vielleicht doch einmal entscheidend zu treffen. Aber Cunningham ist clever. Der geht selbst nach vorn. Versucht so, die Aktion von Nitschina einfach zu unterbinden. Gibt ihm gar nicht die Chance, da eine Aktion vorzubereiten. Er hat vor dem Kampf gesagt, ich kann auch 14, 15 Runden gehen, das ist kein Problem. Und das beweist er hier auch. Der Titelverteidiger. Versucht nochmal nachzugehen. Exzellent. Maidbewegung von Cunningham. Sekunden hat er noch. Enad Licina. Aber Sie sehen es in seinem Gesicht. Er glaubt nicht mehr an den Sieg. Cunningham bringt diesen Kampf über die Zeit. Kontrolliert das Geschehen. Licina hat es versucht, aber es reicht nicht, um den wahrscheinlich besten Cruisergewichter der Welt zu schlagen. Es ist entschieden, es ist klar. Steve USS Cunningham bleibt der Champion. Licina hat alles versucht und Sie sehen es an der Miene auch von Carsten Röber. Mann, Junge, du hast dich gut verkauft. Es ist keine Schande, gegen diesen Mann zu verlieren. Für mich auch deutlich stärker als im letzten Kampf gegen Felix Cora Jr. Und Cunningham hat seinen Titel verteidigt. Und da gibt es auch das Küsschen gleich von seiner Frau Vivi. Die auch seine Managerin ist, ganze Familie angereist, sein kleiner Sohn auch mit dabei. Und wir schauen noch mal in diesen Kampf. Und er hat seinen Gürtel, seinen Titel hier heute eindrucksvoll verteidigt. Hat das getan, was nötig war, um Licina zu beherrschen, hat nicht geglänzt, aber hat den Kampf klar dominiert. Und das ist die erste Dusche für den Sieger, noch im Ring von Mülheim an der Ruhr. Er hat eigentlich jetzt auch den Applaus der Zuschauer verdient. Der Mann aus Philadelphia, der sich jetzt umschauen wird.
ob andere Titelträger bereit sind, gegen ihn zu boxen. Er würde gern die Gürtel vereinigen. Dürfen gespannt sein, ob das gelingt. Es sind ja einige gute Boxer im Cruisergewicht unterwegs und wir warten auf das Urteil. Ich denke, es wird keine Überraschung geben. Der Sieger kann eigentlich nur Steve Cunningham sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und hier das Urteil, Ladies and Gentlemen, we are coming to the scorecards. Punktrichter Foster aus Großbritannien wertete 118 zu 110, 118, 110. Punktrichter Paris aus Großbritannien wertete 117 zu 111, 117, 111. Und Punktrichter Palomo aus Spanien wertete 115 zu 113, 115, 113. For the winner and still champion of the world, the Weltmeister Steve USS Cunningham. Es ist der verdiente klare Punktsieg für Steve Cunningham. Aber in dem Fall gibt es auch zu Recht Applaus für den Herausforderer, für Enad Lichina, der versucht hat, dem Champion Paroli zu bieten, aber der auch gespürt hat, dass es am Ende nicht gereicht hat, um ihn wirklich ernsthaft zu gefährden. Enad Lichina, die große